oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und hallo und willkommen zur neuen One-Happy-Day-Folge mit einer iOS-App, der App Night Camera HD oder Night Camera HD. 5 MB groß, erfordert iOS 12.0 oder neuer, Preis 2,99 und bei einer Bewertung gibt es eine Durchschnitts-Sternebewertung von 3 von 5 Sternen. Was macht die App? Der Name sagt es eigentlich schon, es ist eine App für professionelle Nachtaufnahmen mit dem iPhone, iPad und iPod Touch. Das ist natürlich relativ unwichtig, wenn ihr ein iPhone ab dem iPhone 11 habt. Sprich, wenn ihr, wenn ihr den integrierten Nachtmodus habt. Habt ihr das nicht? Also zum Beispiel ein iPhone 10R oder ein iPhone SE oder ein iPhone 8 oder ein iPhone was auch immer. Dann gibt es, ich habe schon über verschiedene Apps gesprochen, die Nachtaufnahmen ermöglichen. Und dann gibt es eben auch Night Camera HD. Was bietet oder was sind die wichtigsten Funktionen? Manuelle Belichtungseinstellung bis zu einer Sekunde Belichtungszeit. Manuelle ISO-Einstellung, Restlichtverstärkung in Echtzeit. RGB-Histogramm in Echtzeit, Selbstauslöser, mit Volume Up ein Foto aufnehmen. 6-fach digitaler Live-Zoom sollte man des Nachts vermeiden, finde ich, weil dann wird das Ergebnis wirklich nicht mehr schön. Bis 2-fach geht es so lala noch. Fokussieren per Fingertipp, belichten per Fingertipp, Weißabgleichsperre, manuelle Weißabgleich, manuelle Belichtungsanpassung, virtueller Horizont, verschiedene Ausrichtraster, Bildformate, 4:3, 3:2, 1:1, 16:9 und 3:1, Vollbildmodus, Eco-Modus, verschiedene Farbfilter in Echtzeit, finde ich unnötig in der App, ganz ehrlich. Ja, finde ich wirklich unnötig. Landschafts- und Porträtmodus unterstützt vordere und hintere Kamera, unterstützt LED-Dauerlicht, unterstützt EXIF-Daten, unterstützt Sharing per Facebook und Twitter, beziehungsweise wenn ihr das Bild abgespeichert und ihr könnt noch sagen, soll euer Bild erstmal nur in der App gespeichert werden oder direkt in der Camera Roll. Fotografiert ihr in ganzer Dunkelheit, dann wird das nichts. Fotografiert ihr damit in der Stadt, wo so Straßenbeleuchtung ist, dann wird das auf jeden Fall deutlich, deutlich besser als nur mit der Standard-Apple-eigenen App. Es kann nicht im Entferntesten mithalten mit Google Night Sight, also auf den Pixel-Geräten oder importierten Google Camera Apps. Es kann nicht mithalten mit Huawei, es kann nicht mithalten mit dem Nachtmodus von Samsung. Es ist besser als der Nachtmodus von Xiaomi, das muss ich sagen. Und mit dem Nachtmodus von Apple kann ich das nicht vergleichen, weil ich kein Gerät habe von Apple, was den Nachtmodus unterstützt. Aber die App macht auf jeden Fall eine gute Figur. Das kann man so sagen. Läuft stabil und kein Abo-Gedöns, kein Abo-Mist. 2,99 finde ich da auch einen fairen Preis. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.